Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet. Bei mir geht es um E-Bikes der besonderen Art. Wenn euch das interessiert, dann drückt da unten auf den Subscribe-Button. Und heute möchte ich euch mal zwei direkte Konkurrenten vorstellen, nämlich Riese und Müller und Quick. Und beide bringen eine richtig große Innovation mit. Da will ich euch noch nicht zu viel verraten. Es sind aber im Prinzip zwei Hersteller, die sehr ähnlich sind. Einmal werden wir von den Formen und von den Farben sehen, dass die ähnlich sind, aber trotzdem sind sie doch ganz anders von der Philosophie her. Die einen machen eher was mit Bosch und Fasua und die anderen machen eher was mit Brose und Bafang. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Von der Preiskategorie sind wir ähnlich aufgestellt, deswegen guckt euch das einfach mal an. Wir haben hier gleich zwei wunderschöne Interviews noch mit dabei, sehr informativ. Und wie gesagt, zwei ganz neue Innovationen, so neu, dass bisher nur Prototypen vorhanden sind. Los geht's, viel Spaß bei diesem Video. Ja, also hier sind wir jetzt bei Riese und Müller. Jetzt stellen wir hier gleich mal ein paar Fragen. Wir sehen schon, da gibt's was Neues, das wollen wir uns gleich mal angucken. Ich mache mal einen Sneak Peek. Ja, wir haben schon bei Fasua gehört, da ist ein neues Fasua-System drin. Ansonsten haben wir hier eben den Multi-Charger, den schauen wir uns auch gleich mal noch an. Auch schon mal ein Sneak Peek. Wir haben hier nämlich das smarte System, also die neueste Generation von Bosch mit drin. Und dann suchen wir uns jetzt mal einen hier raus, der uns ganz kurz noch was zu der Philosophie von Riese und Müller erzählen kann. Servus, Ralf, Namensvetter, grüß dich. Magst du uns ein bisschen eure Produkte vorstellen? Fangen wir doch hier an beim Multicharger, wo wir direkt stehen. Ja. Im Prinzip das kleinste im Vergleich zu unseren größeren Cargo-Bikes, so die ich dann gleich noch mit dir zeigen würde, den Multicharger, das Fahrrad, was sich fährt wie ein normales Fahrrad. Ich habe ein relativ kompaktes Fahrrad, kann aber trotzdem große Lasten mit transportieren. Ich habe hier die Möglichkeit, hier nebendran, wie du siehst, zum Beispiel mit dem Passenger Kit, wo ich Personen bis 65 Kilo hinten drauf mit transportieren kann. Super, ja. Okay. Und du mit den Fußrasten hinten die Möglichkeiten hast, sehr komfortabel einen Personentransport zu machen. Wir haben das natürlich auch für die kleineren Personen. Es gibt dann die Varianten, dass wir so eine Safety Bar mit aufbringen, dass du dann auch die Kinder hinten geschützt hast, cool, okay, ja. Hinten drauf sitzen kannst. Wir haben die Option, dass wir Drittbretter mit anbringen können, die wir aufklappen können, dass wir Fahrräder mit dranhängen können. Aha, also da gibt es sehr, sehr viele interessante Features, die man am besten auf unserer Internetseite r-m.de sich einfach mal anschauen kann, ja. Was für ein multifunktionales Fahrrad wir hier mit dem Multicharger anbieten können. Mit dem Multicharger bin ich tatsächlich schon gefahren auf der IAA-Messe und muss sagen, das fährt sich wirklich wie ein ganz normales Fahrrad, ist aber im Prinzip schon ein Cargo-Bike. Genau, also das ist einfach das, was alle immer wieder fasziniert. Du setzt hinten drauf noch jemand und merkst gar nicht, dass da jemand drauf sitzt. Ja, das ist ein cooles Konzept. Das macht echt einfach riesig Spaß. So, dann gehen wir mal weiter, weil wir sind jetzt gerade beim Thema Lastenrad ja genau. Im Prinzip schon angekommen und machen da auch gleich weiter. Dann gehen wir mal hier zu unserem Load. Ja. Wo wir auch den Vorteil haben, dass Einspurfahrzeuges. Also es gibt ja verschiedenste Konzepte, wie man das Lastenrad, das Cargo-Bike mit anpackt. Und hier haben wir eben das Einspur und wir haben das Besondere an unserem Load, wir haben die Vollfederung mit drin. Oh, und sehr cool. Okay. Diese Vollfederung macht das Rad so komfortabel und dass ich nach relativ, geht uns eigentlich immer so, wir setzen jemanden auf das Fahrrad und nach 100 Metern vergisst er eigentlich, dass er auf einem Cargo-Bike sitzt. Natürlich, erstmal muss ich mich daran gewöhnen, dass ich hier vorne lenke und vorne schlägt das Rad ein, aber das vergisst du sehr, sehr schnell und hast auch hier wieder alle Vorteile eines Fahrrades, aha, um dich in der Stadt oder auch im Gelände, im mäßigen Gelände zu bewegen, aber kannst alle Einkäufe mit dazu packen. Ja. Und ich seid sogar mit zwei Akkus unterwegs, oder? Genau, du hast natürlich entsprechend, je nachdem, bin ich jetzt in der Stadt unterwegs, habe ich kurze Reichweite, die ich überbrücken muss, dann langt mir der einfache Akku. Ja. Sobald ich raus ins Gelände gehe, in weitere Entfernung habe, dann macht bei dem Rad sicherlich, auch gerade wenn ich dann mehr als ein Kind mit einpacke, zwei Kinder mit habe, dann macht die Dual-Butt-Funktion hier natürlich Sinn. Sehr schön, okay. Und dann gehen wir vielleicht mal noch hier in die Mitte, da habe ich es gerade schon gesehen und ich habe es ja auch vorhin mit meinem, bei meinem Fasua-Interview gehört. Es gibt ja eine Innovation von Fasua und die habt ihr schon. Ihr seid immer irgendwie
die ersten, die sowas haben. Letztes Jahr war es dann das smarte System von Bosch, was ihr irgendwie als erste mit dabei hattet. Und jetzt ist es die Fassur-Innovation, die ihr schon integriert habt. Vielleicht können wir da mal kurz anschauen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz brandaktuell. Wir haben es diese Woche erst vorgestellt auf der Webseite. Wir hoffen, dass wir es in recht naher Zukunft auch bei unseren Händlern zum Testen haben. Wir haben jetzt hier heute Prototypen. Und ja, wie du schon sagst, hier ist das neue Fassur-System drin. Ja, wie man sieht eigentlich nichts von dem Mittelmotor, ne? Genau. Das ist genau der Witz eigentlich. Das ist ein sehr kleines System, was du hier verbaust, was auch ein sehr niedriges Systemgewicht hat mit dem Akku. Und es ist ein Motor, der eine komplett andere Dynamik hat, als die wir bis dato verbaut haben. Und wie bei allem beim Fahrrad, man muss es erfahren. Also ich kann nur alle Zuschauer deines Kanals darum bitten oder nur empfehlen, sucht einen der Händler auf, die dieses neue Fassur-System mit anbieten. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 8 Wochen die Testräder auch bei den Händlern haben werden. Also im Sommer hin soll uns das gelingen und dann dieses neue System einmal zu fahren und eine neue Art von E-Bike zu erfahren. Die Idee, die uns hier bei den neuen Urban Bikes, die wir bringen wollten, war einfach ein leichteres Fahrrad, ein möglichst leichtes Fahrrad zu haben, mit dem wir... Da ist hier der USB-C-Charging mit drin. Genau, also alle Anforderungen eines modernen Connected Bikes haben wir hiermit verbunden. Das heißt, du hast die Steuerung über dein Handy, wo du individuell... Ja, und mit Riemen sogar. Also das ist doch wunderbar. Das sind natürlich echt tolle Produkte, die ihr anbietet. Da freue ich mich drauf, die mal zu testen. Ich muss auch sagen, die Farben finde ich sehr schön. Da kann ich natürlich auch nur sagen, also sobald es dann soweit ist, melde ich mich nochmal bei euch. Dann mache ich gerne mal eine Probefahrt. Auf jeden Fall. Und dann sage ich erstmal herzlichen Dank für das Interview. Also wir sehen schon, das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt an eurem Produktportfolio. Deswegen gerne mal auf die Webseite noch schauen. r-m.de. Ganz einfach, ne? Super. Alles klar, Ralf. Besten Dank. Ralf, ich danke dir für dein Interesse. Servus. Hab einen schönen Tag in München. Gleichfalls. Servus. Ciao. Jetzt sind wir hier hinter uns, sehen wir schon Quick. Und Quick ist im Prinzip gleichzusetzen oder vielleicht auch einfach vergleichbar mit Riese und Müller. Und das werden wir gleich sehen im Design, aber Quick hat doch mal irgendwie eine andere Philosophie, verbaut jetzt auch keine Bosch-Motoren, sondern Brose und Bafang. Und warum das aus meiner Sicht eine wirklich sehr gute Alternative mit vielen Vorteilen ist, das werden wir gleich sehen. So, jetzt sind wir bei Quick. Hier ist der Jens. Servus Jens, magst du uns mal ganz kurz was über die Fahrräder von euch erzählen? Ja, hallo. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen auf den E-Bike Days in München. Ich bin der Jens, bin Vertriebsmitarbeiter für Quick in Süddeutschland und möchte euch jetzt hier gerne unser neues Produkt, das Atlas, gerne mal ein bisschen näher bringen. Mit diesem Rad möchten wir neue Wege beschreiten. Wir sind zwar ein holländischer E-Bike-Hersteller, aber möchten auch gerne in diesem Segment Crossover und Trekking auch gerne mitspielen. Und wie ihr sehen könnt, handelt es sich um ein sehr robustes Fahrrad, angelehnt an einen großen anderen Hersteller in der Szene. Aber wir sind da preislich ein bisschen anders aufgestellt und auch von der Ausstattung sehr gut. Bei diesem Fahrrad handelt es sich um das Atlas. Das Atlas ist ausgestattet mit dem Brose S-MAC-Motor. Der verfügt über 90 Newtonmeter und ist vom Hause Brose der sportlichste Motor, den sie im Segment haben. Standardmäßig ist das Rad ausgestattet mit einem 525 Watt Akku, gibt es aber auch die Möglichkeit für den Kunden ein Upgrade zu nutzen auf einen 756 Watt Akku. Das Schöne an dem Fahrrad ist, dass der Akku im Oberrohr platziert ist, was überhaupt nichts zu tun hat mit der Fahrbarkeit des Fahrrades, Thema Schwerpunkt. Das ist wirklich ein sehr geländegängiges Fahrrad, man kann da wirklich auch Trails mitfahren. Das Schöne ist, dass diese Entnahme des Akkus sehr, sehr einfach ist. Man öffnet einfach das Schloss und nimmt den Akku nach oben raus. Hat also keine Arbeiten am Schrägrohr, am Unterrohr, um diesen Akku zu entnehmen. Ist ganz einfach wieder einzusetzen und dann sitzt er auch fest drin. Ein Frontgepäckträger, wie er hier verbaut ist, gehört zum Zubehör. Ist zugelassen für 8 Kilo extra Gepäck. An der Seite sind auch Verschraubungen, wo man sich Trinkflaschenhalter anbauen kann oder dergleichen. Ausgestattet ist das Rad auch mit einer Magura MT5 Bremse und hat auch die Schwalbe Hurricane Reifen, eine Mischung aus einem Straßenprofil mit Noppenreifen für geländegängige Wege.
Das Rad verfügt über eine Bluetooth-fähige Konsole mit einem USB-Anschluss, wo man an der Seite während der Fahrt gerne auch sein Handy nachladen kann. Und diese Bluetooth-fähige Konsole zeigt die Standardeinstellungen, wie zum Beispiel Unterstützungsstufe, Reichweite, Akkustand, Speed und die Reichweitenanzeige an sich. Und ich kann aber auch mein Handy connecten über Bluetooth dann sozusagen und dann sehe ich da auch noch weitere Fahrdaten, oder? Genau, es gibt eine, im App Store gibt es eine Gratis-App von der Firma Quick, die kann man sich runterladen, gibt es für alle gängigen Mobiltelefone, Smartphones und über diese App kann man wesentlich mehr Sachen an diesem Fahrrad sich anzeigen lassen. Google Maps zum Beispiel ist damit kombiniert, Kalorienverbrauch, das sind alles Sachen, die über die normale Display-Funktion nicht anzeigbar sind, aber dann über das Handy. Und wir sind der Auffassung, heutzutage sind alle Menschen sehr handyaffin. Heute wird das Essen, die Pizza, alles übers Handy bestellt. Und wir sind der Auffassung, dass man heutzutage keine großen Displays mehr braucht, weil sowieso alles über das Handy funktioniert. Und deswegen ist dieses Fahrrad auch mit dieser App dann von den Funktionsanzeigen erweiterbar. Das Rad verfügt über Aluschutzbleche, ist also sehr, sehr stabil und wiegt insgesamt mit einem großen Akku ist man bei knapp unter 30 Kilo. Ist natürlich vom Gewicht schon etwas hoch, aber dieses Fahrrad ist wahnsinnig stabil und selbst bei Stürzen, muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, sehr gering. Genau, also sowas nennt man ja eigentlich auch E-SUV. Das ist im Prinzip wie so ein SUV als Autofahren, so ist es hier als Fahrrad. Ein richtig stabiles Bike. Ja. Das Gewicht merkt man beim Fahren natürlich nicht, so ist es ja auch bei den SUVs, weil der Motor ist dementsprechend ja groß dimensioniert. Mit 90 Newtonmeter kommt man da wirklich jeden Berg hoch. Also sehr schönes Konzept, gefällt mir auch wirklich sehr schön vom Design her. Jetzt habe ich allerdings gehört, ihr seid nicht nur mit Brose-Motoren unterwegs, sondern ihr habt auch noch einen anderen Motorhersteller im Programm. Genau. Wir verbauen auch in einer anderen Serie Fahrräder mit dem Bafang-Motor. Bafang ist ein asiatischer Motorenhersteller, einer der größten Mittelmotorenhersteller weltweit. Machen unheimlich gute Stückzahlen, haben ein großes Werk in Polen aufgemacht, wo sie für den europäischen Markt die Motoren herstellen. Das heißt, man kann als Hersteller auch über sehr gute Verfügbarkeit dieser Motoren dann verfügen. Da haben wir verschiedene Modelle. Die Motoren von Bafang, die wir verbauen, haben alle 80 Newtonmeter und sind im Verhältnis zu dem Brose-Motor auch ziemlich leise. Da haben wir zwei verschiedene Modelle. Aha, das schaut auch sehr schön aus. Super schöne Farbe auch. Wahnsinn, okay. Da haben wir hier im Einstiegssegment für dieses Fahrrad, liegen wir bei 2.599 Euro mit einem Bafang-Motor mit 80 Newtonmeter. Funktioniert über einen Rotationssensor. Ist also ein sehr leichtes Fahren. Standardmäßig ist in diesem Rad ein 400 Watt Akku verbaut, aber auch die Möglichkeit dort für mehr Reichweite ein Upgrade zu machen auf 540 Watt. Auch dieses Rad verfügt über Aluminiumschutzfläche, eine Neungangschaltung und ist auch, wie man sieht, aufgrund der Bereifung, die man draufziehen kann, auch für leichtes, schotterige Wege auch ziemlich gut geeignet. Das ist das Einstiegssegment bei diesem Fahrrad, verfügt dann über ein Display mit einer Konsole kombiniert. Ist wie gesagt das Einstiegssegment mit dem Bafang-Motor mit 80 Newtonmeter. Ah, sieht aber auch sehr schön aus. Ja. Kann ich auch mal anschalten. Zeigt alles an, was man braucht für die Fahrt. Tageskilometer, Gesamtkilometer, Kalorienverbrauch, Unterstützungsstufe, Reichweite, Maximalgeschwindigkeit. Alle Fahrdaten, die man so braucht. Alles, was man fürs tägliche Leben braucht. Dann haben wir hier nochmal eine sehr schöne Farbe. Dann haben wir hier ein Upgrade. Das ist das gleiche Fahrrad im Grunde, nur mit einer Nexus 8-Gang-Schaltung mit einem Gatesriemen verbaut. Aha. Gleiche Technik, gleiche Akku, 400 Watt Standard oder auch auf 540 aufrüstbar. Auch dieser Motor ist von der Firma Bafang, ist der M420, verfügt auch über 80 Newtonmeter, hat Rotationssensor und auf jeder Kurbelseite hat er nochmal einen Kraftsensor, um die Kraftunterstützung beim Fahren am Berg gut zu bemessen. Das Schöne an diesem Fahrrad, verfügt noch über ein sehr schönes Farbdisplay. Im Gegensatz zu dem Einstiegssegment. Und auch hier kann man ein paar mehr Informationen abrufen. Wie gesagt, er hat 5 Unterstützungsstufen, kann man unten sehen. Man kann das auch
alles schön anpassen. Alle Räder haben natürlich auch eine Schiebehilfe bei uns. Und das Schöne bei diesem Fahrrad ist auch, unten gibt es einen USB-Anschluss. Auch dort kann man dann während der Fahrt, wenn man möchte, sein Handy nachladen, falls man merkt, der Akkustand geht zurück. Super schönes Design auch. Ja. Gefällt mir sehr gut. Wird auch so ausgeliefert mit den Weißwandreifen. Auch hier wieder stabil, schöne, stabile Aluschutzbleche. Ja. Und hat halt den Hintergrund, Amsterdam ist eine Fahrradstadt und wir sitzen in Amsterdam und da ist die Wertigkeit der Fahrräder ein bisschen höher als vielleicht in anderen Ländern. Solche Themen mit Plastikschutzflächen. Macht man nicht, ne? Machen wir nicht, ist halt nicht sehr nachhaltig. Ist halt einfach, wir machen Gebrauchsräder für den Alltag, nicht Fahrräder fürs Wochenende. Ne? Ja, und macht bei einem E-Bike auch nicht wirklich Sinn, weil also auf Gewicht muss man da jetzt nicht unbedingt achten. Ob das Rad jetzt 200 Gramm leichter ist aufgrund der Schutzfläche. Hauptsache das Schutzblech hält. So, und dann haben wir vielleicht noch ein Topmodell hier, was wir ganz kurz zeigen könnten. Dann haben wir hier unser Atlas Vario. Das ist das gleiche, was ich am Anfang gezeigt habe mit der Kettenschaltung. Nur bei diesem Rad haben wir auch den Gatestream verarbeitet, der Brose-Motor, S-MIC ist hier auch drin, mit der Inviolo-Stufenlosschaltung. Ah, sehr schön, ja, siehst du. Bei diesem Rad denken wir, dass wir mehr die Kundschaft erreichen, die vielleicht auch mehr so im innerstädtischen Bereich fahren. Deswegen haben wir bei diesen Fahrrädern auch keine geländegängigen Reifen drauf gemacht, sondern ein Reifen von der Marke Schwalbe mit Straßenprofilierung. Ansonsten ist es das gleiche Fahrrad, hat die gleiche Konsole mit Bluetooth-Anschluss und auch die Möglichkeit, vorne einen Frontgepäckträger anzubauen. Wir haben auch in der Elektrorad, in der aktuellen, haben wir ein Testurteil für dieses Fahrrad bekommen mit sehr gut, 93 von 100 möglichen Punkten. Also das ist auch von der Fachpresse als sehr, sehr gutes Fahrrad beurteilt worden. Und das ist auch ein bisschen Aushängeschild für uns, dass auch die Fachpresse weiß, dass die Firma Quick im Verhältnis zu anderen Herstellern auf dem Markt sich vor nichts schämen braucht. Das Gute ist, wir werden auch im Laufe des Sommers ein Fahrrad bekommen mit einer Automatikschaltung von der Firma Inviolo. Das heißt, das Fahrrad schaltet dann komplett automatisch alleine durch. Man braucht sich keine Gedanken mehr machen, ob ich im richtigen Gang fahre. Das macht das System von alleine, was sehr motorschonend und natürlich auch akkuschonend ist, Thema Reichweite. Weil das Rad denkt für mich mit und ich muss nicht überlegen, ob ich im richtigen Gang fahre. Das Rad sieht dann optisch so aus wie dieses Modell, ein Premium Inter. Wird dann so aussehen und dann auch mit einem schönen Farbdisplay und dann ist die Automatikschaltung dort dran verbaut. Wow, sehr cool. Das gibt's ab Mai irgendwann, oder? Das wird ab Mai ins Lager kommen und wird dann auch ausgeliefert. Da bin ich drauf gespannt, echt. Das würde ich gerne mal Probe fahren. Ja, Inviolo Automatik ist natürlich schon eine ganz tolle Sache. Ich muss auch sagen, die Farben, die ihr habt, die sind wirklich sehr, sehr schön. Also kann sich sehen lassen. Ja, dann besten Dank für das Interview. Einen wichtigen Aspekt habe ich noch für alle Leute, die das sehen. Für alle Kunden, die sich entscheiden, beim Fachhändler in Deutschland sich vielleicht ein Quickbike zu kaufen. Wir haben gerade für alle Kunden ein Angebot. Wer bis 30. Juni dieses Jahr sich ein Quickbike kauft, kriegt auf alle Fahrräder, auf alles 5 Jahre Garantie. Auf Motor, auf Batterie, auf alle Anbauteile außer Verschleißteile. 5 Jahre auf alles. Ah, das ist natürlich mal was ganz Wertvolles. Und dann habe ich noch 2 Sachen. Einmal würde mich interessieren, ob hier vorne das Logo auch leuchten kann. Das kann leuchten. Oh, das ist natürlich das auch nochmal fancy. Ja, ja, man sieht es schon. Das sieht richtig cool aus. Ja. Also ganz tolle Sache. Und dann möchte ich euch noch ganz kurz einblenden. Quick hat nämlich auch eine richtig coole Ladestation für den Akku. Ich weiß nicht, ob wir sie hier haben. Wenn nicht, blende ich sie euch ein. Ach doch, da ist sie. Schau mal. Das ist nämlich auch nochmal fancy, weil das ist also jetzt nicht so wie bei Bosch zum Beispiel, dass ihr einfach nur ein Kabel anschließt. Nein, guck mal, wie das aussieht. Da steckt ihr den Akku rein. Das kann man sogar im Wohnzimmer so stehen lassen. So genau. Schick sieht das aus. Für diese Ladestation haben wir auch einen Red Dot Award gewonnen. Das Gute an der Ladestation ist, das ist ein Ladegerät, das verfügt über 6 Ampere. Das heißt, selbst ein großer Akku mit 756 Wattstunden ist mit diesem Ladegerät in 3 Stunden komplett aufgeladen. Wow, ist sicherlich kein Gerät, was man auf Touren mitnimmt. Das ist wirklich nur für zu Hause gedacht. Man kommt von der Tour nach Hause, also meistens lädt man's jetzt seinen Akku dort rein. Ja. Das Schöne ist, die SKU unten leuchtet wie am Pulsschlag im Ladevorgang. Und wenn das permanent leuchtet, dann ist der Akku halt geladen. Und dieses Ladegerät hat auch eine Memory-Funktion. Das heißt, wenn ich über den Winter das Rad gar nicht benutze, kann ich meinen Akku den ganzen Winter dort stehen lassen und dieses Ladegerät
gleicht automatisch die Stromspannungen aus und lädt automatisch nach und hält den Akku immer auf der optimalen Ladesituation, um die Langlebigkeit des Akkus zu verlängern. Ganz wichtiger Punkt, okay. Super, ja, dann vielen Dank für das Interview und bin ich mal gespannt auf die neuen Modelle, die ab Mai kommen. Jawohl, wir freuen uns auch. Servus. Viel Spaß auf der Messe. Danke, ciao. Ciao, ciao. Ja, das waren jetzt hier meine Eindrücke von den E-Bike Days 2022 in München. Hier ist wirklich einiges geboten. Ich kann es jedem empfehlen, kommt mal nach dran vorbei. Und bei mir geht es um E-Bikes der besonderen Art. Ich bin der E-Mobilist. Wenn euch das interessiert, dann drückt da unten auf den Subscribe-Button und dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.